Hallo, das ist die Petra von Petras Bastelnews und heute möchte ich euch zeigen, wie man die süßen Bärchen bastelt, die Pompombärchen. Wie man die Pompom macht, ist jetzt hier auf der Anleitung nochmal beschrieben, aber es gibt da extra Video dazu, wo ihr das anschauen könnt. Da ist auch der Pompom-Maker dabei. Ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet für euch, habe schon mal den Pompom-Maker rausgemacht, die Pompoms sind fertig. Soweit. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das mit Aquarellbuntstifte bemalen könnt. Ja, wir gehen jetzt erst einmal her und dann noch ein bisschen so mit den hellbraunen erstmal außenrum machen. Und dann können wir auch mal ein dunkles Schnäuzle machen, dass nicht alle nur helle Schnäuzle haben. Die Nase und das sparen wir noch ein bisschen aus. So, dann können wir jetzt da mit dem dunklen Braun da oben noch mal ein bisschen rüber geht, dass wir da noch ein bisschen eine Schattierung kriegen. Und dann verwaschen wir das jetzt erstmal. Beim Verwaschen ist es wieder wichtig, dass ihr dem Wasser nur so viel habt, wie der Pinsel lang ist, sodass ihr nicht zu viel Wasser drauf bringt auf das Ganze. Sonst verwascht es dann zu arg. So, gehen wir ein bisschen über die Augen. Dann machen wir da unseren Mund noch. Da über die Zunge können wir ruhig jetzt einmal drüber gehen und die Nasen, weil das soll eh ein bisschen intensiver werden, die Farbe. Dann deckt nämlich das Rot kleiner, brauchen wir da gar nicht nochmal verwaschen. So, jetzt brauchen wir noch eine dunkle Nase. Können wir mal noch mit dem Weiß da ein bisschen das aufhellen, dass da die Bäcklasche rauskommen. Wir können auch da bei den Öle noch mal ein bisschen drüber gehen. Dann können wir das noch mal ein bisschen verwaschen. Und zur Nase noch ganz vorsichtig ein bisschen. So, dann kriegt er seine Augen noch. Dann nehmen wir einen weißen Posca-Stift noch her, machen wir ihm noch zwei Augenpünktler rein. Und das kennt ihr natürlich bei den Händen, das macht es genauso. Und da bei die, kann man auch noch so Akzente setzen jetzt halt mit dem weißen Stift da. So wie der oben jetzt halt ein bisschen so hergehen und dann nochmal so Akzente. Die Nase machen wir ihm noch so einen Wimpel drauf. Und dann könnt ihr das auf der Rückseite noch alles bemalen. Bemalt es immer fertig, bevor ihr es dann rauscuttert. Wir nehmen jetzt einmal den. Ihr seht, das sind so ganz feine Stiege, so leichte. Und den müssen wir durchtrennen. Ja? Den klicken wir jetzt einmal rüber und dann müsste unser Bärli eigentlich schon rausfallen. Genau. Die Füße und die Hände, die habe ich schon vorher rausgeklickt, dass das nicht so lang dauert. Nein, der hängt noch ein bisschen. Jetzt auch. So, das ist jetzt alles beidseitig bemalen. Dann nehmen wir unseren Pompom her, nehmen wir unser Bärchen, gehen wir her und der mal ein bisschen einen Heißkleber nehmen, dann das da unten an der Kante entlang, also eine Raupe mit Heißkleber rauf machen. Nicht zu viel, aber es sollte schon ein bisschen halten, weil wir wollen ja auch spielen mit unseren Bärchen. Und dann setzt sie den Kopf einfach mal so rein. Ja? So dass der Bauch nach vorne steht und dann der mal seine Füße noch hinkleben. Das könnt ihr auch so machen, dass das jetzt einfach einmal herlegt. Macht da rechts und links einen Tropfen Heißkleber drauf. Und dann schauen wir, wie der her muss. Der mal das noch ein bisschen zusammenschirmt. Das pappt er mir. So. Und dann hat er schon seine Füße drauf. Setzt es. Jetzt bleibt er schon sitzen. Und jetzt kriegt er noch was, seine Hände noch hin. Und wenn ihr wollt, so sind auch noch so Details dabei, wie kleine Fläschle und sowas. Dann könnt ihr ihm auch noch ein Fläschle geben. Das können wir ihm jetzt noch mal machen. Genau, die Christine zeigt euch das dabei mal. So, der braucht jetzt ein Fläschle noch. Das cutten wir wieder raus. Wenn es nicht geht auf der einen Seite, der es nicht mit Gewalt machen, sondern einfach auf der anderen Seite nochmal dagegen klicken. Dann haben wir unser Fläschle. Dann können wir unser Fläschle noch festpacken. So.
und dann kriegt er seine zweite Hand noch und dann ist er schon fertig. Also ihr seht schon, es geht eigentlich ratzfatz, wenn ihr das alles schön vorbereitet habt. Zum Kleben ging es dann schnell, da kann euch dann die Mama auch helfen. Ja, weil mein Heißkleber ist für die Kleinen immer nicht so geeignet. Aber ansonsten können das alles die Kleinen auch schon machen. Viel Spaß beim Basteln, bis zum nächsten Mal, eure Petra.